Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2 TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind wieder hier mit dem guten alten Shepard unterwegs. Ich bin super hyped, ich weiß auch nicht warum. Ich bin irgendwie super gut drauf. Und wir müssen jetzt die alte Tali rekrutieren. Wir dürfen nicht zu hart in der Sonne chillen, sonst geht unser Schild kaputt. Oh shit. Ja, kommt, ihr Bitches, weil die Sonne ist zu mighty einfach. Boah. Okay. Easy peasy. Hat sonst noch jemand Überhitzungsprobleme mit seinen Schilden? Nee, nur du. Sonnenlicht vermeiden. Immer im Schatten bleiben. Okay. Los geht's. It's hot in here. It's hot. It's hot. So hot. Ja. Unsere komische Hau ist auf jeden Fall hier. Das ist der größte Gap, den ich je gesehen habe. Ein Gitsche. Ein Geschenk für dich. Gut, dass wir nicht im Sonnenlicht kämpfen müssen, sonst wäre es nicht besser. Absolutely fucking not. Friss das! Verschwinde! Come on, bitch! Schön Knockout Punch! Alles gut, ey. Alles echt gut. Süß! Süß! Hm. Ach stimmt, Munition, was für Munition benutze ich, Opfer? Brand. Kyro. Ich nutze einfach mal Kyro, wenn du die schon hast. Boah, also stimmt, das nutze ich ja gar nicht mit den Idioten. Das ist ja, ich spiele einfach nur mit deren Fähigkeiten. Ich sag gar nicht, was die für. Ich benutze das. I'm confused. Am I confused? Nee, ich hab das. Nein, dumm! Was sage ich denn da? Es war alles falsch, was ich gesagt habe. Vergesst, was ich gesagt habe. Sniper. Sniperino. Zack. Zack. Los, Shep! Bringen Sie uns auf einen Weg mit etwas Schatten! Shep. Oh yeah. Oh yeah. Hier, viel Spaß. Oh, my brother. Oh, yes. Trick. Oh. Drei Schuss, das nutzen wir voll aus. Drei Schuss. Geht schützen. Zwei Schuss. Oder wieso lebt der noch? Die Knie. Da ist einfach den hier. Piu. Ja, ja, die sind einfach so geil im Spiel und jetzt mach ich Bock. Boah, nein, wir verbrennen. Fuck. Das musst du schlau machen. Oh, Shepard. Ist da oben noch was? Stimmt, müssen wir da oben hin. Aber erstmal wo ist die Munition aufsammeln. Ah, Fisch. Geh auf Tauchstation. Schnupper Gas, Bösewicht. Geh auf Tauchstation. Kleine Bitches. Oh shit. Was schießen die bitte? Bitte nicht unsichtbar machen. Maschinenpistole der Tempest. Iraner Model. Oh, tja, ich dachte, wir können die auch mal nutzen. Das kann ich nicht. Hier spricht Oberkommandant. Bitte kommen.
Hier ist Commander Shepard von der Normandy. Ich bin an vielen toten Quarianern vorbeigekommen. Sie sind die ersten Überlebenden. Verdammt. Moment mal. Shepard, der Spectre, mit dem Tali gearbeitet hat. Ich weiß zwar nicht, warum Sie hier sind, aber im Moment ist jedes organische Lebewesen ein willkommener Anblick. Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Sonarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Jetzige Position? Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Warte Tali in ein Versteck. Bin dann zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn sie sie rausholen, halten wir den Feind von ihnen fern. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn ihr mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Tali und die Daten zu schützen. Wenn sie sie rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein anderes Schiff in meinem Flug. Die Gags. Boah, der war frech. Oh shit. Mist. Der Durchgang ist blockiert. Ja, als ob. Ja, in den umliegenden Gebäuden sind Sprengladungen. Als ob man nicht da drüber klettern kann. Bitch, please, bitches. Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Auf mein Radar. Hey, unsichtbar ist unfair. Da, wo muss ich hin? Die haben mir irgendwas gesagt, aber ich war zu dumm. Der Quarianer am Funkgerät erwähnte Sprengladungen. Damit ist die Entfernung des Schutzes möglich. Okay. Oh shit. Okay. Easy peasy, ganz easy peasy. Wir gehen hier durch, wie... Ihr wisst schon was, das mit der Butter und so. Oh shit. Oh yes, tarne mich bitte. Die ist so cool einfach nur. Diese Stealth-Möglichkeit ist richtig, richtig nice. Ja, normal, wir suchen die Konfrontation, ein bisschen harte Tanks oder was? Bitches, ich brauch Muni. Talis Tag. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren, aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard, that's bad. Das war ich. Ich hab mal einen Minenlaser benutzt. Das war im ersten Teil, wo wir unsere... Keine Ahnung, was Spezies war. Und mit dem blauen Kopf gerettet haben. Come on, get this fat piece of shit! Nice. Unten oder oben? Richtig nice. Ich fühle mich wie im Film. Wo ist der andere? Unter mir. Na egal, scheiß mal auf den kurz. Ich geh da kurz rein. Gucken, was es da gibt.
Das nehmen wir uns. Das packen wir an. Keine Ahnung, vielleicht für später oder so. Brauchen wir das. Dann habe ich es jetzt schon mal gemacht. Was geht mit euch Bitches da unten jetzt? Hey, sorry, nur ihr schießt mich ab. Die ist schon wieder, der Typ ist schon wieder gestorben. What the fuck? Warum sterben alle gegen lausige Gegner, Alter? Ist der gerade über mir? Ist der irgendwie groß? Kann das sein? Okay, komm mal wieder zum Leben. Pisse. Und jetzt mal ein bisschen die Region. Da! Hier, ohne Probleme! Ohne Probleme, sagt ihr jetzt. Aber erstmal sechsmal wipen oder was? Macht Sinn. Ach, Kines. Kines. Wieder zurück saufen. Tarne mich! Das war tight, Bitch. Girl, die hat sich einfach umgebracht, Alter. Nur aus Frech von ihr. Lage Bewegung nach links vor. Und dann. Nein. Bitch, wir machen das alles von hier unten. Meine jetzt geht die Muni aus, Bitch. Okay. Die Schnauze voll. Jetzt ist er weg, oder was? Getroffen? Oh fuck, den habe ich gemisst. Der war nicht so nice. Verschwinde! Waffe wechseln? Ja. Dem soll noch einer sein. Oder? Oder hat die den gerackt? Die hat den gerackt. Sehr gut. Ah, Sonne. Oh, es ist so heiß. Ausgezeichnet, oh, das wird reichen. Jetzt schnell weg hier. Der Explosionsradius ist beträchtlich. Was soll das denn für eine Stimme? Alles. Lol. Einfach so. So voll. Da ist kein Loch. Grüß dich. Okay. Hier sind einige tot. Nice. Marianische Architektur. Hübsche Formen. Wenn wir ein ganzes Gebäude von hier wegschaffen könnten, würde ich mit Sicherheit einen Käufer finden. Oh, ein Gate-Gewehr. Tief im Gebiet der Geth. Warum kommen die Quarianer gerade jetzt hierher? Das ist gut. Ich glaube, dann können wir unsere Hauptwaffe tunieren. Waffenspind. Brauchen wir nicht. Alter Wandsafe. Sehr gern. Nochmal, Bitch! Wie nicht? Geht nicht nochmal? Könntest du einmal probieren? Charlie, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Warte, ich habe bestimmt eh nichts. Zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Verdammt. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Geth. Ich habe eine Mission, wissen Sie noch?
Sie ist ziemlich gefährlich, aber gegen extreme Risiken scheint sie ja inzwischen nichts mehr zu haben. Ich werde über die Mission reden, sobald der Kugelhagel etwas nachlässt. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte, und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Hell no. Kann ich den Safe nochmal aufmachen? Nicht. Nee, dumm. Gut, gehen wir durch die stinkende Tür. Ja, wir haben noch Zeit. Das ist nice. Brauchen wir eine. Oh ja. Auch noch eins. Sehr gut. Medigel. 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 Wir wurden entdeckt. Ach, was ist das? Verschwunden. Von Tarnvorrichtung. Fuck. Ja. Das war fast weg. Der nächste. Einer ist erledigt. Der nächste. Oh, ein Commander. Einer ist erledigt. Der ist tot. So, Schild zerreißen. Feuer. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist die Frage. Brennbar oder nicht brennbar? That's the question. Okay. What the fuck? Feinde im Anmarsch. Oh, diese abgekackten Drohnen, ey. Ich hasse solche Gegner, das sind die pissigsten Gegner. So kleine, die einfach nur abfangen. Oh ne, das war schon ein Kommandant. Blitz. Down. Bitte machen Sie einen Blitz. Wechsel mal deine Waffe. Oh, Tempest. Wechsel mal deine Waffe. Versuch mal was anderes. Alter, wie viel Muni hat der denn, Mann? Wir sogar unseren Betäubungsschuss abgegeben. Ah. Alrighty. Open the gates. Okay. Wir schaffen das diesmal. Set. Diesmal schaffen wir das. Diesmal holen wir uns den alten Wandsafe und die 6000 Credits, die dahinter sind. Einfach so. Okay. Oh ja, ein Knopfdruck. Oh shit. Oh fuck my life. Die waren heftig, die Viecher. Die waren heftig, die Teile, ohne Witz. Oder nicht?
Okay, den snipen wir weg, like a boss einfach. Kalt. Eis. Oh shit. Daneben schießen ist nicht so nice. Reichen 6 Schuss, um das Schild runterzuhauen? Ja, ne? Die kann ja auch nochmal Blitz machen. Please. Nicht bewegen! Was? What the fuck? Da kommen sie! Wie, der repariert sich selbst? Er kommt wieder online! Ist aber dumm. Überlaste! Der repariert sich selbst. Das heißt, ich brauche den gar nicht angreifen, oder was? Okay. Hier rüber. Was ist das denn? Topführer Call Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Der hat eine witzige Waffe. Vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin! Da drüben! Die Guests haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Wie viele Guests sind da draußen? Die Guests haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen, und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. Viel Glück, Rieger. Machen wir ein paar Geth platt. Killer Silai. Hell yeah. Die Tali von mir. Sehen Sie das? Okay. Gut, dann. In der nächsten Folge plätten wir dann die Geth, weil das richtige lausige Typen sind. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.